Heute, wir sind bei Jens im Angelparadies Steinbachtal und werden fangen Forellen mit Schnur. Senkel. Ich weiß nicht, wie ich das Senkel. Das wäre mir zu schwer, ja. Mach einfach deinen Fuß. Ja, wir haben verschiedene Farben. Ja, gleiche habe ich hier. Können wir auch abschneiden. Weiß, schwarz, grau, lila. Und versuchen wir es auf diese Köder Forellen fangen. Erste, was machen wir? Versuchen wir auf lila Farbe, ja. Andere Leute, super. Andere Leute fangen mit den besten Ködern kein Fisch. Ja, gucken wir. Oder mit Schnürsenkel. Ja. Machen wir kleine Teil. Aber Freunde, nicht eure Schuhe in den Wasser werfen, ne? Das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert Wale nicht. Wale habe ich noch nicht. Ja, machen wir. Nehmen wir, egal welche Füllstoff. Ich weiß nicht. Ach, egal, versuchen wir ab. Er macht das wirklich, ne? Das ist unsere Köder und jetzt versuchen wir mit diesem Köder Fisch fangen. Aber nicht, dass Adi das irgendwann ins Angeln da, das ist zu teuer, ja. Das ist zu teuer. Ja, liebe Angelfreunde, ich versuche, ich nehme andere Farbe, andere Lockstoff und versuchen wir Forellen fangen. So, liebe Angelfreunde, jetzt wechseln wir Farbe und versuchen weiter zu fangen. Richtig. Richtig? Ja. Ohne Dolmetscher geht nicht. Ich hätte auch schon dahinter schön schlafen können. Nein, brauche ich nicht. Ohne Jens kann ich nicht machen. Ich habe viele Leute fragen, warum machst du Filme nicht auf deutscher Sprache? Das meine deutsche Kenntnisse nicht so gut. Darum brauche ich meinen Dolmetscher und mache mir schöne Filme. Aber ich verstehe nicht, warum, Wadi. Ich verstehe nur, alte Mann. Jeder versteht dich. Wir wissen, was Wadi meint und wie gut Wadi angeln kann, wissen wir auch. Ach, okay, gehen wir und versuchen wir weiterfangen. Wir haben ihre Köder zu Hause vergessen. Wir können Schnursenkel, richtig? Ja. Schnursenkel nehmen, machen ein bisschen, egal welche Lockstoff, Aroma oder was. Und können die Forellen fangen. Und so, Leute, viel Spaß, tschüss. Tschüss. Vergesst eure Schnürsenkel. Ja.